Eine kleine Malschule in Bad Godesberg zeigt großes Programm. Im Kunstraum 85 gibt es seit 2016 ein erweitertes Kursangebot. In der Malschule von Enis Kurtulus finden Malschüler von 3 bis 99 Jahren ein passendes Angebot. Hier achten viele verschiedene Themen auf die angehenden Malschüler. Experimentelle Malerei, Comickurse, Fotorealismus, Zufallstechnik und vieles mehr. Kommen Sie zu einer Probestunde und erleben Sie die bunte und freundliche Atmosphäre im Kunstraum 85. Ich bin Enis Kurzul, ich bin Leiter der Malschule. Diese Malschule gibt es seit 15 Jahren. Ich biete diesen Kurs auch seitdem, das freies Malen. Das heißt, wir malen in Öl und Acryl und frei Motivwahl. Surrealistische Welten im Atelier von Enis Kurtulus. Der kontrollierte Zufall steht bei Malschulleiter Enis ganz oben bei der Bildgestaltung. Hier entwickelt sich die Bildidee erst während des Arbeitens. Zusätzlich zu seinen fortlaufenden Kursen bietet er Intensivworkshops an Wochenenden an. Mein Name ist Erika Frost-Hensel. Sie befinden sich hier im Aufbau-Schnupperkurs. Wir arbeiten hier mit unterschiedlichsten Materialien. Experimentell, mit Spaß und Freude entwickeln und gestalten. Dies ist das Motto des Schnupperkurses der Dozentin Erika Frost-Hensel. Hier entstehen mit Hilfe intensiver Betreuung individuelle Werke zwischen real und surreal. Mein Name ist Thomas Haubold. Ich leite den Aquarellkurs im Kunstraum 85 am Montag. Impressionen des Lichts. Im Aquarellkurs von Dozent Thomas Haubold erlernen die Kursteilnehmer Schritt für Schritt die wichtigsten Techniken. Für die nötige Inspiration sorgen Landschaftsmotive oder arrangierte Stilleben. In unregelmäßigen Abständen bietet Thomas auch Workshops im Freien an. Mein Name ist Tanja Meyer und wir sind hier im Jugendatelier vom Kunstraum 85. Der Schulalltag ist für Kinder und Jugendliche oftmals stressig. In den Kunstkursen von Dozentin Tanja Meyer darf jeder in seinem eigenen Tempo und Niveau arbeiten. Mit viel Lob und Motivation bringt jeder Schüler ein Erfolgserlebnis mit nach Hause.